Vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel. Ich darf für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN die Kollegin Dahlke bitten, zu uns zu sprechen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Schäfer-Gümbel hat es uns eben schon erzählt. Ich frage Sie aber auch noch einmal. Was verbinden Sie persönlich mit Europa? Die Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren, ohne Geld umzutauschen, ohne Grenzkontrollen, mit kostenlosem Roaming? Die Chance, im Ausland zu leben und zu arbeiten, ohne ein Visum beantragen zu müssen? Das Erasmus-Jahr, was Sie oder Ihre Kinder während des Studiums gemacht haben? Als ich im Jahr 1999 auf die weiterführende Schule gekommen bin, war das eine sogenannte Europaschule. Ich konnte dort als erste Fremdsprache Französisch, später noch Englisch und als dritte Fremdsprache sogar noch Spanisch lernen. Ich konnte an drei Schüleraustauschen mit Frankreich und an einem mit England teilnehmen. Als ich in der siebten Klasse war, wurde der Euro eingeführt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir Schülerinnen und Schüler alle super erleichtert waren, bei unserer Austauschfahrt nach Clermont-Ferrand nicht mehr alles ungefähr durch drei teilen zu müssen, sondern direkt zu wissen, wie viel der Crêpe oder der Kinobesuch kosten würde. Bei all diesen Fahrten und auch bei der Skifreizeit nach Österreich oder im Campingurlaub in Italien war es selbstverständlich, dass keine Grenzkontrollen stattfinden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Kurz gesagt, ich fühle mich heute als Europäerin und kann mir ein Deutschland mit Grenzkontrollen und einer nationalen Währung nicht mehr vorstellen. Die meisten Bürgerinnen und Bürger Hessens denken das auch. Sie haben sich im Oktober mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen, dass Hessen sich als Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Union bekennt und dass das auch in unserer Verfassung festgeschrieben wird. Das ist ein starkes Bekenntnis zu der Europäischen Union, die wir heute haben. Diese Europäische Union wird von vielen oft als selbstverständlich angenommen, aber das ist sie nicht. Stattdessen stehen wir gerade an einem entscheidenden Moment in der Geschichte Europas, und zwar an dem wichtigsten, seit ich mich erinnern kann, weil sich bestimmt, wie wir in Zukunft auf unserem Kontinent zusammenleben werden. Die Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlage. Die Digitalisierung verändert unser Arbeitsleben und unsere Wirtschaft. Menschen fliehen nach Europa, weil sie in ihrer Heimat wegen Bürgerkriegen, aber auch wegen Umwelt- und Klimazerstörung nicht mehr leben können. Innerhalb der eigenen Grenzen wird die EU von populistischen und nationalistischen Bewegungen angegriffen und durch den Wunsch nach einem Austritt, wir haben es eben schon wieder gehört, auf die Probe gestellt. Ich finde, die EU ist heute nicht perfekt. Aber all diese Herausforderungen enden ja nicht einfach an einer nationalen Grenze. Und trotzdem fallen zu viele politische Entscheidungen noch auf der nationalen Ebene. Aber für diese Fragestellung, einfache Lösungen in nationalen Grenzen zu suchen, ist der falsche Weg. Stattdessen muss Europa hier gemeinsame Antworten finden. Und dafür brauchen wir nicht eine Sonntagsrede nach der anderen über Europa. Wir brauchen keine schönen Reden, sondern wir brauchen europäisches Handeln. Und zwar nicht erst für 2040 oder 50, sondern eigentlich schon für 2019, 20 und 21. Wo wir besonders eng zusammenarbeiten müssen, das ist beim gemeinsamen europäischen Klimaschutz. Die Klimakrise ist, das muss man heute sagen, die größte Herausforderung, vor der die Menschheit steht. Und der Kampf gegen sie geht nur schleppend voran. Die Europäische Union setzt zwar schon viele Standards im Umweltrecht, aber diese Regeln werden von den nationalen Regierungen leider nur teilweise umgesetzt. Gegen Deutschland laufen aktuell 17 Vertragsverletzungsverfahren deswegen. Die Koalition in Berlin missachtet europäisches Umweltrecht und fördert weiterhin ein Wirtschaften zulasten von Klima, Umwelt und Natur. Ich höre immer wieder, China baut neue Flughäfen, Brasilien brennt den Regenwald nieder. Deswegen bringt es doch nichts, wenn wir in Europa, in Deutschland oder sogar in Hessen das Klima schützen. Da kann ich nur sagen, na klar macht das Klima nicht vor nationalen Grenzen Halt. Aber Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe und muss deshalb auch global angegangen werden.
Das funktioniert aber nur, wenn alle ihre Verantwortung im Hier und Jetzt wahrnehmen. Gerade wir hochentwickelten Staaten in Europa haben eine historische Verantwortung gegenüber den weniger entwickelten Ländern. Die Industriestaaten haben schon heute viel mehr CO2 ausgestoßen, als weniger entwickelte Staaten es jemals tun werden. Und gleichzeitig treffen die Auswirkungen der Klimakrise die ärmsten Länder zuerst. Sie tun es jetzt schon bereits. Deswegen brauchen wir Vorreiter und positive Beispiele, die zeigen, dass Wohlstand und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften keine Gegensätze sind. Wenn wir den umweltfreundlichen Technologiewandel weiter blockieren, dann gefährden wir nicht nur das Klima, sondern auch die Zukunft von Industrie und Arbeitsplätzen hier in Deutschland. Je später und zaghafter wir etwas gegen die Klimakrise unternehmen, desto schwieriger wird es, Schäden noch wirklich reparieren zu können, weil immer weitere Kipppunkte erreicht werden. Forscher sagen aktuell, wir haben noch 11 Jahre Zeit, um wirklich etwas unternehmen zu können. Also ist die Europawahl eine der letzten großen Chancen, zukunftsfähige Politik zu wählen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Europäischen Union gibt es einen gemeinsamen Markt mit freiem Waren-, Personen-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr. Davon profitiert übrigens insbesondere Hessen sehr stark. Hessen importiert 43% und exportiert sogar 57% aller ausländischen Waren im Handel mit EU-Ländern. Neben dem Binnenmarkt, der in Deutschland zu viel Wohlstand beiträgt, ist es aber auch in den Verträgen der EU verankert, dass die soziale Gerechtigkeit gefördert und Ausgrenzung und Diskriminierung bekämpft werden sollen. Dieses Ziel ist aber leider noch längst nicht erreicht. Wenn wir auf das Beispiel der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen schauen, hat die EU da zwar schon viele hilfreiche Gesetze auf den Weg gebracht, zum Beispiel um die Elternzeit zu stärken oder den Gender Pay Gap zu bekämpfen. Und alle Mitgliedsländer der EU müssen diese umsetzen und daher aktiv gegen Benachteiligung von Geschlechtern vorgehen. Und das ist auch gut so. Aber die Rechte für Frauen in Europa sind auch angegriffen. Dazu brauchen wir nur in unser Nachbarland Polen zu schauen, in dem aktuell Teile der rechten Peace-Partei versuchen, Abtreibung ausnahmslos zu verbieten. In Malta ist der Schwangerschaftsabbruch in allen Fällen verboten, auch bei Lebensgefahr für die Frau. Und es haben noch längst nicht alle EU-Mitgliedsländer die Istanbul-Konvention ratifiziert, die verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt schafft. Deswegen erwarte ich vom nächsten EU-Parlament, sich weiter und stark dafür einzusetzen, die gleichen Rechte aller Menschen durchzusetzen und zu stärken. Denn Geschlechtergerechtigkeit stärkt die Demokratie, sie fördert den Wohlstand und den sozialen Frieden. Sie schützt unsere Gesellschaft vor patriarchalen Rückfällen und Extremismus. Und deswegen können wir das Europäische Parlament nicht den antifeministischen und rechtspopulistischen Kräften überlassen, die diese Rechte beschneiden und die Zeit zurückdrehen wollen. Diese Parteien sind erstarkt, und immer mehr Menschen wenden sich von dem Projekt eines gemeinsamen Europas ab, weil sie den Eindruck haben, es diene nur den Reichen. Aber für einen Großteil der Menschen in Europa bietet es keine soziale Perspektive. Außerdem verändern Digitalisierung und Globalisierung unsere Arbeitswelt und die Gesellschaft, in der wir leben. Ich denke deswegen, dass in der EU soziale Rechte genauso wichtig sein müssen wie die ökonomischen Freiheiten des Binnenmarkts. Das bedeutet, daran zu arbeiten, dass Rente, Gesundheit, Pflege oder Grundsicherung auf vergleichbare Niveaus kommen. Außerdem arbeiten immer mehr Europäerinnen und Europäer in ihrem Leben mal in einem anderen EU-Mitgliedsland. Schon allein deswegen brauchen wir auch gemeinsame europäische Arbeits- und Sozialstandards. In welchem europäischen Land wir arbeiten und zu Hause sind, darf keinen Unterschied mehr machen. Deswegen freue ich mich so sehr, dass am vergangenen Wochenende über 150.000 Menschen in über 50 europäischen Städten gegen Nationalismus und für ein Europa für alle demonstriert haben. Einige der Kolleginnen und Kollegen hier waren da ja auch dabei, was mich sehr freut. Aber solange global agierende Konzerne ihre Gewinne in das Land verschieben können, das die wenigsten Steuern erhebt und damit ihren Beitrag zu einem funktionierenden Gemeinwesen nicht leisten, so lange werden wir die soziale Ungleichheit in Europa nicht bekämpfen können.
Ich denke, wer europaweit verkaufen darf, muss auch europaweit gleichwertig besteuert werden. Das wäre die logische Fortsetzung des Binnenmarkts. Große Konzerne wie Amazon und alle Vermögenden müssen genauso ihre Steuern zahlen und genauso zum Gemeinwohl beitragen wie die Buchhändlerin vor Ort. Nicht umsonst steht auf dem Plakat des grünen männlichen Spitzenkandidaten Sven Giegold, Europa ist ein Friedensprojekt und kein Steuersparmodell. Sozial, das heißt für mich auch, dass sich die Menschen zu Hause fühlen, da wo sie wohnen. Und das sind die Städte und Kommunen. Denn da leben wir das Miteinander. Wir treffen uns alle auf dem Fußballplatz oder beim Einkaufen. Die EU, das soll auch weiterhin keine übergeordnete Zentralmacht sein. Das Fundament der EU, die Städte und Kommunen, die müssen weiterhin ihre eigenen demokratischen Entscheidungsspielräume behalten. Politische Entscheidungen sollen da verwirklicht werden, wo sie am besten gelingen. Die Politik, die wir hier im Landtag machen, hat also auch ganz konkrete Auswirkungen auf den Zusammenhalt in Europa, wenn sie dazu beiträgt, dass die Menschen erfolgreich am Leben teilhaben, sich frei entwickeln und zufrieden sein können. In der vergangenen Europawoche habe ich einige ESF-finanzierte Projekte besucht, also Projekte, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert werden. Davon gibt es allein in Hessen hunderte großartige Beispiele. Und die wirken nicht nur in den Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum. Ich habe zum Beispiel ein Projekt in Eschwege besucht, das jungen Menschen einen Schulabschluss und eine berufliche Perspektive ermöglicht. Diese Projekte sind ein Beispiel dafür, wie Europa in den Kommunen und das Leben eines jeden von uns hineinwirkt. In den letzten 7 Jahren hat Hessen mehr als 730 Millionen Euro aus dem ESF, dem Fonds für soziale Entwicklung und dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums erhalten. Wie es das in anderen Ländern schon gibt, wollen wir auch in Hessen eine Serviceeinheit aufbauen, die dabei hilft, Fördermittel zu beantragen. So wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen in Hessen auch weiter von den EU-Fördermitteln profitieren können. Wir sollten aber nicht nur auf die Fördertöpfe schauen, wenn es darum geht, Europäische Union in Hessen für die Menschen erfahrbarer zu machen. Ich habe am Anfang von meiner Rede von meinen eigenen Erfahrungen während der Schulzeit gesprochen. Und ich bin immer noch der tiefen Überzeugung, dass diese Erfahrungen dazu beigetragen haben, dass ich mich heute als Europäerin fühle. Und so geht es übrigens auch meiner in Frankfurt geborenen Freundin, die einen griechischen Pass hat, oder einem französischen Freund, der nach Frankfurt gekommen ist, weil er hier für die EZB arbeitet. Und deswegen freut es mich so sehr, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, die 34 Europaschulen, die wir in Hessen haben, in ihrer Arbeit zu unterstützen und auch mehr Schulen dafür zu gewinnen. Außerdem soll kein Kind aus der Schule gehen, ohne die Rolle Hessens im europäischen Föderalismus und das Prinzip der Subsidiarität kennengelernt zu haben. Es gibt ja auch wirklich wenig, was spannender ist. Wir wollen auch das Förderprogramm Erasmus Plus in Hessen stärken und möglichst vielen jungen Menschen ermöglichen, während der Ausbildungszeit eine gewisse Zeit in einem EU-Ausland zu verbringen. Und denen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wollen wir mit dem Programm Free Interrail eine Möglichkeit geben, mit dem Zug Europa zu entdecken. Das Programm kommt von der EU, wir wollen es aber für junge Menschen aus Hessen noch einmal um Tickets aufstocken. Reisen bildet, da kann ich mich Ministerin Puttrich nur anschließen. Aber stellen Sie sich auch einmal vor, neben der Bildung, wie viele Freundschaften, Beziehungen, vielleicht auch Ehen und Kinder sich daraus entwickeln können. Wenn Menschen Freunde werden und sich auf persönlicher Ebene verbinden, dann ist das eigentlich das größte und der beste Beitrag zu einer EU, in der sich die Mitgliedsländer nie mehr feindlich gegenüberstehen werden. Dann ist die EU wirklich ein großes, wunderschönes Friedensprojekt. Aber auch Menschen, die ihre Schul- und Ausbildungszeit schon abgeschlossen haben, sollen weiterhin am europäischen Austausch teilnehmen. Deswegen sind auch die Partnerschaften Hessens mit den europäischen Regionen, der Emilia-Romana in Italien, der Wielkopolska in Polen und der Nouvelle-Aquitaine in Frankreich so wichtig. Und auch mit der autonomen Provinz Vojvodina in Serbien, die Hessen noch in diesem Jahr abschließen möchte, ist wichtig, weil wir dazu beitragen wollen, dass sich der Westbalkan an die EU annähert. Zum Abschluss wollte ich noch eines sagen.
Ich glaube, man kann heute nicht über Europa sprechen, ohne auf die Lage im Mittelmeer zu schauen. Was wir da brauchen, sind legale Flucht- und Migrationswege nach Europa, um endlich zu stoppen, dass Menschen an der EU-Außengrenze ihr Leben verlieren. Die Europäische Union muss Menschenwürde und Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen und sich untereinander solidarisch verhalten. Und das war auch z.B. eine Forderung der großen Demos vom Wochenende. Denn das Versprechen Europas, das ist Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Und wer das glaubwürdig fördern möchte, der muss die Zukunftsperspektiven der Menschen unterstützen und entsprechend Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention in den Mittelpunkt der eigenen Außenpolitik stellen. Das Europa von heute ist ein Auftrag an alle, die das Klima schützen wollen, denen der Schutz von Minderheiten wichtig ist, die gegen Nationalismus sind und viele mehr, es positiv zu verändern. Lassen Sie uns das in dieser Woche und besonders am kommenden Sonntag im Kopf behalten und danach handeln. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke für Bündnis 90 Die Grünen. Und nun darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Heidkamp von der AfD. Sehr geehrter Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als Ihr netter Kollege und als aussichtsreicher Kandidat für das EU-Parlament liegt es auch an Ihnen und Ihrer eventuellen Unterstützung für mein Anliegen, ob Sie mich hier noch länger ertragen müssen. Je besser meine Partei abschneidet, je größer wird die Chance für mich, Frau Puttrich in Zukunft in Brüssel begrüßen zu dürfen. Bisher hat sie mich immer sehr nett in der Hessischen Landesvertretung eingeladen. Diese Besuche und die Arbeit mit Ihrer netten und kompetenten Gruppe, der ich dort und im EU-Ausschuss begegnen durfte, hat mir die Einarbeitung in die EU-Themen sehr erleichtert. Ja, Ihnen werde ich nicht mehr begegnen, das ist mir klar. Das habe ich für beide Seiten als sehr vorteilhaft empfunden. Eine kurze Einleitung, um allen Missverständnissen vorzubeugen. In diesem Landtag dürften nur wenige Damen und Herren sitzen, die überzeugtere und enthusiastischere Europäer sind als ich. Ich habe als Deutscher eine französische Frau, habe französische und spanische Familie, habe mein Abitur in Niederländisch in Belgien gemacht und über 25 Jahre in Asien, Lateinamerika, Afrika, USA und China in leitender Position für einen Weltkonzern gearbeitet. Wenn Sie Probleme damit haben, zu sagen, worin sich Deutschland und Europa vom Rest der Welt unterscheidet, dann wohnen und arbeiten Sie einmal einige Jahre in Karachi, Casablanca, Teheran, aber auch Sao Paulo, Shanghai und Peking. Ich weiß daher, welches Juwel wir hier in Europa haben, dass wir in einem wunderbaren, auch privilegierten Kontinent leben. Meine Beurteilung der EU in der heutigen Verfassung ist wesentlich kritischer und unsentimentaler. Sie dürfen davon ausgehen, dass ich als Sohn eines in Russland schwer verwundeten deutschen Soldaten und einer Mutter aus Köln, die ihre Jugend in Luftschutzkellern verbrachte, weiß, was Krieg bedeutet, aus erster Hand, und dass wir alles dafür tun müssen, dass unsere Kinder so etwas nie erleben müssen. Nicht in Deutschland, nicht in Europa und, soweit es in unserer Macht liegt, nirgends auf der Welt. Ihre Regierungserklärung, Frau Puttrich,
setzt aber leider die Lobpreisung auf den Plakaten im Wahlkampf fort. Und da sind Sie sich mit allen anderen Parteien außer der AfD eigentümlich einig. Nun kann man aber doch nicht ernsthaft leugnen, dass wir es in der Europäischen Union und beim Euro mit großen Problemen, ich würde sagen, mit einer Krise zu tun haben. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach so weitermachen wollen auf einem Weg, der uns diese Probleme eingebrockt hat. Wie viele Billionen Euro wollen wir denn noch in ein zunehmend schwärzer werdendes Loch stecken, ohne wenigstens einmal kritisch hinterfragen zu dürfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind? Wenn die Millionen der arbeitslosen Jugendlichen in Südeuropa die Folge sind der EU- und Europapolitik der letzten 20 Jahre Europolitik, dann kann man doch nicht einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Die Chinesen haben in diesen 20 Jahren Hunderte von Millionen Menschen aus bitterster Armut in einen wohlhabenden Mittel. Herr Boddenberg, wenn ich Sie zum Flughafen in Frankfurt höre, dann sind Sie nicht mehr mein Beispiel. Sie lügen vorne und hinten. Tut mir leid. Lieber Herr Kollege, wollen wir doch wieder zurückkommen zu den parlamentarischen Gepflogenheiten. Sie haben das Wort, und ich glaube, dass Sie wissen, dass man so nicht hier formulieren sollte. Ich möchte das eleganter formulieren, Herr Boddenberg. Ich habe manchmal Ihre Aussagen von gestern morgens nicht mehr wiedererkannt. Nach den fürchterlichen beiden Weltkriegen war es sehr richtig, Maßnahmen zu ergreifen und Strukturen aufzubauen, die darauf ausgerichtet waren, den Frieden in Europa zu ermöglichen. Dabei ging es erst einmal um die europäischen Kernländer Frankreich und Deutschland. Wir haben aber heute eine vollkommen andere Welt als in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Europa hat nicht mehr den Vorsprung in Wissen, Kapital, Technik und Forschung, der es ihm lange Zeit erlaubte, in weiten Teilen der Welt die Regeln zu bestimmen. Die Regeln bestimmen inzwischen andere. Wir werden vom Lizenzgeber zum Lizenznehmer und werden die Autos und Maschinen der Chinesen importieren oder hier zusammenschrauben, wenn wir so weitermachen. Wir müssen uns weniger um die Vergangenheit als um die Zukunft kümmern. Wir müssen Maßnahmen ergreifen und Strukturen aufbauen, die es unseren Ländern ermöglichen, in einem sich abzeichnenden, harten Wettbewerb um Ressourcen, um Märkte, um die besten Köpfe mit China, mit Asien und den USA erfolgreich zu bestehen. Ein Spruch auf den Plakaten regt mich dann doch schon richtig auf, weil ich es als einen Ausdruck für einen strategischen Fehler halte. Unsere lieben Grünen sagen, nur ein soziales Europa ist ein starkes Europa. Das ist zwar nett, hört sich sympathisch einfach an, ist aber dennoch falsch. Richtig müsste es lauschen, hören Sie mal genau zu. Nur ein starkes, erfolgreiches Europa kann ein soziales Europa sein. Wenn man das so auf seine Fahnen schreibt, dann kann man die Organisation der EU, dann kann man die Entwicklung des Euro nur sehr kritisch sehen. Dann stellt sich auch sofort die Frage, warum da offensichtlich etwas falsch läuft und insbesondere, ob die absehbaren Entwicklungen in die richtige Richtung gehen. Da sind wir dann bei den Wahlen am nächsten Sonntag, wobei ich hier nur auf ein Thema eingehen kann, das aber typisch ist. In den Schubladen, das weiß ich dank der Besuche in Brüssel, liegt ein Theaterstück in drei Akten. Ein Theaterstück, dem wir nichts Gutes abgewinnen können, das aber in den Medien und in ihren Erklärungen nicht vorkommt. Erstens, die vollkommen undemokratische Gewichtung der Stimmen in der EU, ein Luxemburger oder ein Malteser wiegt mehr als 10 Deutsche, wird nach dem Austritt der 73 Abgeordneten der Briten noch problematischer. Wir behalten unsere 96 Abgeordnete, die problematischen Länder bekommen 24 hinzu. Das dürfte sich auf die Abstimmungen nicht zu unserem Vorteil auswirken.
Zweiter Vorhang bei dem Theater. Bei wichtigen, sensiblen Kapiteln wie Steuern, Sozialgesetzgebung, Arbeitslosenversicherung usw. soll das Einstimmigkeitsprinzip aufgegeben werden und soll nach qualifizierter Mehrheit entschieden werden. Dazu gibt es eine ausgeklüngelte, das ist ein deutsch- und kölsches Wort, ausgeklüngelte Regel der Überleitung zwischen Rat und Kommission. Die entsprechenden Anträge liegen vor, sind schon entsprechend gekennzeichnet und brauchen nur unter dem Tisch hervorgeholt zu werden. Drittens. Bisher kann so ein Mehrheitsbeschluss nur bindend für alle werden, wenn diese Mehrheit der Abgeordneten aus mindestens 25 Mitgliedsländern kommt und mindestens 65% der Bevölkerung der EU repräsentieren. So eine Regel würde ich gerne mal im Bundestag sehen. Deutschland stand bisher mit den Briten und einigen nordeuropäischen Ländern für über 36% der Bevölkerung, und diese Gruppe konnte mit ihrem Veto bisher die unsinnigsten Beschlüsse verhindern. Nach dem Austritt Großbritanniens gibt es diesen Schutz nicht mehr. Dann haben wir die 36% nicht mehr, und dann können die Nehmerländer beschließen, was sie wollen. Jetzt frage ich Sie, was ist an diesem Vorgehen parlamentarisch und demokratisch? Muss man nicht zwingend die demokratische Legitimation solcher Entscheidungen hinterfragen? Das ist genau das, was wir tun. Kann es falsch sein, die demokratische Berechtigung und Legitimation eines Parlaments infrage zu stellen, welches eingeführt wurde als Teil einer EU-Verfassung, diese aber von Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde und damit in der Versenkung verschwand? Wir wurden ja nie gefragt. Mit solchen Tricks versucht die EU, die Veränderungen durchzudrücken, die sie eigentlich mit der Verfassung erreichen wollte. Die Frage der Neufassung der Verträge, also ein neuer Verfassungsschutz, stellt aber niemand mehr. Da wäre die Einstimmigkeit aller Länder wieder Voraussetzung, und das zu erreichen, davon gehen heute sogar die üblichen Tagträumer nicht mehr aus. Sie sehen, Frau Buttrich, wir müssen uns diesen Fragen stellen. Solange diese nicht geklärt sind, darf die EU keine eigenen Steuern erheben, darf es nicht zu einer Aufgabe der nationalen Armeen kommen, darf es nicht zur Aufgabe der Souveränität der Nationen kommen. Die Souveränität unseres Staates, unserer Nation, muss das Letzte sein, welches wir in eine gemeinsame EU einbringen. Aktuell sind noch viel zu viele Fragen ungeklärt. Für offene Grenzen, was ich auch in dem vorigen Beitrag gehört habe, die Abschaffung der Roaming-Gebühren oder das Gratisreisen mit Zügen, für die Entwicklung eines großen Wirtschaftsraums brauchen wir die Aufgabe der Souveränität nicht. ASEAN, NAFTA, Mercosur machen uns vor, wie man so etwas macht. Ich habe mit Absicht auf die übliche Liste der Absurditäten von den krummen Bananen usw. verzichtet, da wir uns aktuell oft mit dem bürokratischen Umweg über Brüssel leisten. Das ist oft reine Arbeitsbeschaffung für eine sehr teure EU-Bürokratie. Viele dieser Maßnahmen könnten wir bei einer ernsthaft betriebenen Subsidiarität wesentlich zielgerichter, billiger und effektiver bewerkstelligen. Dazu müssten wir uns nur einmal an die eingegangenen Verträge halten, sowohl bei der EU als auch beim Euro. Die deutschen Regierungen, und denen mache ich den ernsthaften Vorwurf, haben sich in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von eingreifenden, in ihren negativen Konsequenzen fast nicht mehr zu korrigierenden Entscheidungen geleistet, bei der EU, beim Euro, bei der Migration, bei der eigenen demografischen Entwicklung, im Bildungswesen. Wir müssen wieder dazu übergehen, solche tiefgreifenden Entscheidungen erst zu treffen, wenn wir uns zutrauen, die Folgen, die Konsequenzen und die Kosten offen mit unseren Menschen zu diskutieren. Die infantilen Sprüche und inhaltslosen Aussagen, das müssen wir wohl zugeben, auf den Plakaten und in vielen politischen Reden würden dann sofort von den Wählern als solche verstanden und entlarvt. An den Fortschritt
und an eine gute Zukunft glaubende konservative Menschen haben vor einer solchen Diskussion keine Angst. Ich habe den Eindruck, dass es in diesem Landtag einige Abgeordnete gibt, die dem gerne zustimmen würden, wenn sie denn dürften. Darf ich mich bei Herrn Boddenberg entschuldigen für meine Bemerkung? Das Wort ist mir rausgerutscht, Herr Boddenberg. Wollte ich nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Die Fraktion der AfD hat noch 6:26, sodass ich das Wort noch dem Kollegen Bolldorf geben werde. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Keine Angst, ich will Sie nicht lange strapazieren. Aber mir ist dann gelegen, zu einem Punkt, den auch die Frau Ministerin angesprochen hat, ein paar Sätze zu sagen. Wird nicht lange dauern. Und zwar geht mir es um die kommunalen Partnerschaften. Das kam nach meinem Dafürhalten eigentlich in der Diskussion eben etwas zu kurz. Zu allen anderen Dingen hat ja der Kollege Heidkamp die Position der AfD vertreten. Unsere Kommunen haben ja teilweise schon seit Jahrzehnten mit Städten aus anderen Nationen in Europa Verschwisterungen. Und das ist eigentlich ein wesentlicher und wichtiger Ausdruck Europas. Und da die anderen hier ihre Lebensgeschichte erzählt haben, zum Teil darf ich auch eine Anmerkung machen. In meinem Berufsleben, immerhin 50 Jahre, bin ich immer wieder mit den Ausprägungen des europäischen Gedankens befasst gewesen. Und meine Heimatstadt Biedenkopf hat insgesamt 5 europäische Partnerschaften in Frankreich, Italien, 2 in Belgien und eine in Ungarn. Und in aller Bescheidenheit, weiß nicht, ich glaube, der Herr Dr. Hahn, aber ansonsten wird es hier keinen Vergleichbaren geben. In der ungarischen Stadt Kecskét im Komárom-Esztergom-Bezirk bin ich Ehrenbürger seit 2005. Also ich denke, ich kann auch was für mich in Anspruch nehmen, was den europäischen Gedanken betrifft. Und die Partnerschaften und der Kontakt mit den Menschen haben mir gezeigt, dass Europa so viel mehr ist als nur das Konstrukt der Europäischen Union. Europa, das sind 70 Jahre Frieden, Demokratie, nachbarschaftliche Zusammenarbeit und Völkerverständigung. Und ich würde ganz persönlich, ich habe das Anliegen, die hessische Landesregierung und nicht ausschließlich die EU zu bitten, die Kommunen bei der Pflege ihrer europäischen Partnerschaften zu unterstützen. Die AfD-Fraktion sieht in Ihnen einen wertvollen Beitrag, den gesellschaftlichen und kulturellen Austausch von Menschen aus unterschiedlichen Nationen voranzutreiben. Auch und gerade, weil Sie in politischen Konfliktsituationen dabei helfen, die Lage zu deeskalieren, Berührungsängste auf beiden Seiten abzubauen und die Völkerverständigung in den Mittelpunkt zu stellen. Und insbesondere, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund des bevorstehenden 30. Jahrestags des Zerfalls der Eisernen Vorhangs sage ich ganz bewusst, es ist mir persönlich und auch der AfD-Fraktion ein wichtiges Anliegen, dass wir die Beziehungen zu den Nationen Osteuropas verbessern und weiter vertiefen. Und angesichts politischer Spannungen und laufender Vertragsverletzungsverfahren, die auf EU-Ebene derzeit unter anderem gegen Polen und Ungarn angestrengt werden, darf der Kontakt zu den Menschen dort nicht verloren gehen. Im Gegenteil, wir müssen ihnen auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen. Und daher ist es auch richtig, wenn das Land Hessen neben anderen, die es schon hat, eine Partnerschaft mit der serbischen Provinz Vojvodina anstrebt. Wir hoffen, dass dies schnell umgesetzt wird und ausgehend davon viele Kommunen die Bereitschaft entwickeln, freundschaftlich-nachbarschaftliche Beziehungen mit Städten in Osteuropa zu unterhalten. Meine Damen und Herren, entgegen anderslautenden Interessen und Gerüchten vertritt diese Sichtweise, wie ich weiß, die AfD. Wir wollen ein Europa der Nationen, also eine europäische Gemeinschaft souveräner Nationalstaaten, die im Geiste von Frieden, Freiheit und Völkerverständigung zum Wohle ihrer Bürger in all jenen Angelegenheiten zusammenwirkt, die gemeinsam erfolgreicher zu bewältigen sind. Ein letztes, eine Europäische Union
in ihrer derzeitigen Verfasstheit die Zwietracht sieht, einen übergriffigen Zentralismus praktiziert und unter einem offenkundigen Demokratiedefizit leidet, steht all dem entgegen. Wir als AfD kritisieren das, und das unterscheidet mich, wenn ich die Redebeiträge so höre, auch von der Frau Ministerin, von Ihnen, meine Damen und Herren, und auch von Ihnen, Frau Ministerin. Das ist die wesentliche Unterscheidung in unseren Positionen, die wir zu diesem Thema vortragen. Wofür wir kämpfen, das ist ein ehrliches Miteinander auf Augenhöhe, die Geltung der Subsidiarität und eine Förderung der innereuropäischen Beziehungen auf der regionalen und lokalen Ebene. Kurzum, ein Europa der Völker und Nationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Woldorf. Nunmehr für die Fraktion der Freien Demokraten Oliver Stierberg, Offenbach Stadt. Eben die Frage gestellt, warum verfangen die so oft einfachen Antworten der Populisten? Warum denken viele Menschen beim Begriff Europa zuerst an Bürokratie und den Krümmungsgrad von Gurken statt an Frieden, Freiheit und Demokratie? Und in einem ersten Schritt möchte ich betonen, Ihre Analyse ist richtig. Aktuelle populistische Bewegungen wie die Fünf-Sterne-Bewegungen und die Lega Nord in Italien, Marine Le Pen in Frankreich, die FPÖ in Österreich, Orbán in Ungarn oder die AfD in Deutschland bilden antieuropäische Fliehkräfte, die die große zivilisatorische Leistung Europas missachten, Frieden, Freiheit und Wohlstand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch die Brexit-Bewegung, Sie haben es eben angesprochen, ist eine solche antieuropäische und populistische Bewegung. Auch wenn die Briten immer ein herausfordernder Verhandlungspartner waren, wäre ein Austritt des Vereinigten Königreichs ein großer Verlust. Großbritannien ist in vielerlei Hinsicht ein Geberland. Und ich meine das nicht nur ökonomisch. Ja, natürlich, Großbritannien ist auch ein Nettozahler. Aber Großbritannien hat uns so viel mehr gegeben, den Spirit der ältesten Demokratie, parlamentarischen Demokratie in Europa, manchmal anstrengenden politischen Pluralismus und trotz aller Irrungen und Wirrungen eine hohe Stabilität des politischen Systems. Großbritannien ist unkaputtbar, trotz noch so tollpatschiger und egomanischer Politiker. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten, ich kann Ihnen da das Urteil nicht ersparen. Herr Corbyn hat die ehemals so stolze Labour-Partei, diese proeuropäische Labour-Partei, zu einem Schatten ihrer selbst gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist sehr schade, dass vor und nach der Brexit-Entscheidung das europäische Angebot, das Großbritannien hätte nicht ausschlagen können, nie abgegeben worden ist. Denn bei einem Brexit wird UK uns fehlen, auch als wichtigster Verbündeter in Sachen Finanzstabilität, in Sachen Haushaltssicherung, in Sachen marktwirtschaftlicher Verfasstheit Europas. Ich bin sicher, wir werden erst nach einem Brexit wissen, was uns wirklich fehlt. Frau Ministerin, Sie haben mehrfach das Programm der Landesregierung zitiert, Lebe dein Europa. Ich weiß, auch viele andere Parteien haben hier im Programm gute Forderungen, die diesen Gedanken unterstützen. Ich möchte aber zwei Forderungen der Freien Demokraten zitieren. Jeder Schüler soll unabhängig vom Einkommen seines Elternhauses die Möglichkeit haben, im EU-Ausland die Schule zu besuchen. Sprache lernt man besser im Land als nur aus Büchern. Und jeder unter 18-jährige Bürger, EU-Bürger, jeder 18-jährige EU-Bürger soll ein kostenloses Interrail-Ticket erhalten. Frau Ministerin, Sie haben ein ähnliches Modell
angesprochen. Meine Anregung ist aber, diese Programme sollten wir nicht nur für die Europäische Union einführen, sondern nach einem möglichen Brexit auch mit Großbritannien vereinbaren und das diesem Land anbieten. So erhalten wir die europäische Verbundenheit gerade der Jugend. The door is always open, meine sehr geehrten Damen und Herren. In einem zweiten Schritt, Frau Ministerin, will ich 5 Gedanken beitragen, um Ihre Eingangsfrage zur Euroskepsis zu beantworten oder einen Beitrag dazu zu leisten. Wir reden zu wenig über den Wert Europas. Vor 20 Jahren habe ich einen kurzen Buchbeitrag für ein Buch von Professor Korte geschrieben. Es wird in Europa eine Generation heranwachsen, die keine Schlagbäume mehr kennt. Wenn Dänemark wieder Schlagbäume einführt, wenn bayerische Pseudo-Separatisten über geschlossene Grenzen zu Österreich fabulieren und wieder Grenzkontrollen einführen wollen, muss uns das sorgenvoll stimmen. Nur abgebaute Schlagbäume innerhalb Europas sind gute Schlagbäume, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir reden zu wenig über den Wert Europas, ja, aber wir reden auch zu oft schlecht über Europa. Und wir suchen die Schuld für das, was bei uns in Deutschland teilweise nicht gut läuft, bei denen in Brüssel. Dabei brauchen wir gerade in den Zeiten der Trumps und Putins Vertrauen in ein starkes Europa. Gedanke Nummer 2. Wir haben selbst zu viel zu klein-klein beigetragen. Sie haben es zitiert, Frau Ministerin. Jean-Claude Juncker, big on the big things, small on the small things. Da ist viel Wahres dran, Frau Ministerin. Und deshalb war es ja auch richtig, dass wir in der Brexit-Debatte hier in dem Hessischen Landtag die Entscheidungen jedenfalls alle mit relativ großer Mehrheit gefasst haben. Nie darf es uns passieren, dass wie in Großbritannien wegen parteitaktischer Pirouetten, wegen oft kleiner politischer Feldvorteile oder wegen persönlicher Eitelkeiten Einzelner die große politische europäische Idee beschädigt wird. Europa ist zu groß für kleingeistige Debatten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber weil es uns um das große Ganze geht, ist es bedauerlich, dass die Bundeskanzlerin bis heute keine Antwort auf die weitreichenden europapolitischen Initiativen Macrons gegeben hat. Sie hat das Momentum verpasst. Und ich gehe weiter. Die Einschätzung des von mir sehr geschätzten Leiters der hessischen Vertretung, Friedrich von Heusinger, der Brexit ist eine Zäsur, keine Krise, teile ich ausdrücklich nicht. Der Brexit ist zumindest ein starkes Krisensymptom, ein Krisensymptom für eine Veränderungssklerose, nicht nur in Europa, sondern auch bei uns im eigenen Land. Wir müssen Europa verändern, um Europas Chancen zu nutzen. Gedanke Nummer 3. Wir in Deutschland haben Europa nicht immer so ernst genommen, wie wir es hätten nehmen sollen. Obwohl wir alle wissen und es auch in Sonntagsreden sagen, dass Entscheidungen in Europa einen unglaublichen Einfluss haben auf das Leben der Menschen bei uns in Deutschland, haben wir nicht immer entsprechend gehandelt. So haben wir in der Vergangenheit nicht immer die besten Leute nach Europa geschickt. Es soll keine Altersdiskriminierung sein. Aber das Motto, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, war keine gute Idee, die man früher immer mal hatte. Andere Staaten haben da Europa ernster genommen, haben große Leute, Giscard d'Estaing und andere, nach Europa geschickt, weil sie wussten, auf Europa kommt es an. Und es ist gut, dass wir mittlerweile daraus gelernt haben, wenn ich z. B. an Katharina Barley denke oder Nicola Beer, zwei Figuren aus dem engsten Führungskreis ihrer Parteien, unsere stärksten Leute, die wir nach Europa schicken. So muss es gehen, und so können wir auch Europa erfolgreich politisch leben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Gedanke Nummer 4. Wir haben auch die Bürger nicht immer ausreichend ernst genommen. Ja, ich habe eben gesagt, wir müssen die gemeinsame proeuropäische Haltung im Grundsatz betonen. Das ist wichtig, gerade in diesen Zeiten, denn wir dürfen Europa nicht den Europahassern überlassen. Aber wir führen bis heute ein Stück weit die falschen Diskussionen und Wahlkämpfe. Sie haben einen Stich ins Oberflächliche, ins Ungefähre, ins Allgemeine, um nicht zu sagen,
ins Seichte, wenn für ein Europa der Freiheit, das ist hier die Zeitung der Hessischen Landesregierung des Landes Hessen, genauso hier in einer Zeitung steht, wie es der Slogan der Europahasser der AfD ist, dann zeigt es doch gerade, da kann man das als freier Demokrat ein Stück weit als AfD-Etikettenschwindel sehen, aber dann zeigt es doch die Austauschbarkeit mancher Formulierungen in der Europadebatte. Weil Europa so wichtig ist, sollten wir auch die großen Debatten pointiert und durchaus streitig führen. Nur so zeigen wir den Menschen, dass wir Europa und dass wir auch die Menschen bei ihrer Wahlentscheidung ernst nehmen. Ich will dies an zwei Beispielen tun, für die ich auch sicherlich keine hundertprozentige Zustimmung in diesem Haus bekommen werde. Beispiel Nummer eins, die Finanztransaktionssteuer. FTT. Und das sind jetzt zwei Beispiele, die sich im Geschäftsgang sich auch hier im Hessischen Landtag befinden. Der Brexit bietet eine riesige Chance in einem Punkt. Er kann den Finanzplatz Frankfurt stärken gegenüber London. Und der Wirtschaftsminister, ich weiß gerade nicht, wo er ist, hat ja auch schon berichtet, dass sich hier knapp 50 Unternehmen angesiedelt haben. Die hessische SPD fällt mit ihrer Forderung, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, dem hessischen Wirtschaftsminister bei seinem durchaus eindrucksvollen Werben für die Ansiedlung von Finanzdienstleistern in Hessen, ich hätte es beinahe gesagt, in den Rücken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ja, das ist schon so. Ich hätte es aber nur beinahe gesagt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, denn wenn man sich die Äußerungen von Tarek Al-Wazir in der Vergangenheit zur Finanztransaktionssteuer anschaut, dann ist er der einzige Minister im Kabinett, der das Kunststück fertiggebracht hat, sich selbst in den Rücken zu fallen. Das ist ein echtes Kabinettstückchen von Herrn Al-Wazir. Beispiel Nummer zwei, CETA. Hessen profitiert mehr als andere Regionen in Europa von einem gemeinsamen Binnenmarkt. Wir sind exportorientiert, wir sind international. Deswegen hat Hessen ein originäres Interesse an weiteren Freihandelsabkommen. Es ist erstaunlich, wie schwer sich Schwarz-Grün, diese Koalition, tut mit einer Ratifizierung eines Freihandelsabkommens mit Kanada, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Kanada, nicht mit Venezuela, nicht mit Russland, mit Kanada. Und da tun Sie sich die ganze Zeit schon schwer, haben ja nicht mal eine klare Formulierung im Koalitionsvertrag, Herr Kollege Boddenberg. Ich habe ihn gelesen. Ja? Lesen Sie ihn auch mal. Das ist kein Abkommen mit problematischen Ländern, sondern es ist ein Abkommen mit einem der modernsten und fortschrittlichsten und weltoffensten Staaten der Welt. Und wir fordern CDU und Grüne auf, im Bundesrat der Ratifizierung des Handelsabkommens der EU mit Kanada, CETA, zuzustimmen. CETA ist ein Schritt zu mehr Freiheit, Handel und eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes im Welthandel damit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Gedanke Nummer 5. Viele Menschen haben Angst vor Globalisierung. Manche Europakritik ist in Wahrheit Globalisierungskritik. Ich bin aber der festen Überzeugung, wir nutzen die Chancen der Globalisierung nicht durch Renationalisierung, und wir begegnen die Herausforderungen der Globalisierung eher durch Europäisierung. Da möchte ich drei Beispiele dafür nennen. Der deutsche Alleingang in der Flüchtlingskrise 2015 war ein Fehler, ebenso wie es vorher ein Fehler war, Italien alleine zu lassen. Die Herausforderungen der Migration, die Sicherung der Außengrenzen können wir nicht mehr national lösen, die müssen wir europäisch lösen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 28 verschiedene Beschaffungsvorgänge, in der 28, die 28 kleine Armeen durchführen. Das macht keinen Sinn. So sind alle, aber besonders bekanntlich die Bundeswehr, nur bedingt abwehrbereit. Da brauchen wir eine europäische Armee. Das ist die Antwort, die wir haben. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, Klimapolitik macht in der Tat, da haben die GRÜNEN recht, nicht an Grenzen Halt. Und ich verstehe die Ungeduld von Klimakreta schon. Klimakreta ist die Kronzeugin für das Scheitern der bisherigen Politik, auch in Deutschland. Denn die Folge des auch von dieser Landesregierung unterstützten Klimanationalismus, grünen Klimanationalismus, ist mehr CO2, nicht weniger CO2. Hier auch in Hessen. Nationale Klimapolitik rettet das Klima nicht, sondern es braucht eine internationale Strategie, um in der Klimapolitik wirklich voranzukommen. Und ich bin mir sicher,
Wenn wir über solche europäischen Wege reden, wenn wir über solche europäischen Wege diskutieren, steigt auch die Identifikation mit Europa und der Wille des einzelnen Bürgers, an den Europawahlen teilzunehmen. Es bleibt noch viel zu tun in Hessen und Europa. Bei der notwendigen Reform der Europäischen Union, Stichwort auch Stärkung des Europäischen Parlaments, wollen wir auch für die europäischen Regionen Beteiligungsrechte ausbauen und stärken. So sollten wir den Ausschuss der Regionen stärken und sollte den Bundesrat als Ländervertretung ein eigenes Klagerecht erhalten. Hessen erhält in der laufenden Förderperiode 2014 bis 2020 aus dem Europäischen Strukturfonds mehr als 2 Milliarden Euro. Daher ist es von besonderem Interesse, dass europäische Programme auch in Zukunft in Hessen zur Verfügung stehen. Die Bilanz der Landesregierung zu den bisherigen Ergebnissen der Förderperiode 2014 bis 2020 zeigt aber auch, dass noch erhebliche Risiken bestehen. Wenn z.B. im Bereich der EFRE zur Halbzeit der Förderperiode mit ca. 81 Millionen Euro erst ein Drittel der insgesamt zur Verfügung stehenden 241 Millionen Euro bewilligt wurden, besteht die Gefahr, dass Fördermittel verloren gehen. Es ist die richtige Entscheidung, den EFSI, den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, fortzuführen. Wir sollten aber selbstbewusster sein und für hessische Projekte werben. Nur KMU-Förderung über die WI-Bank reicht nicht aus. Andere Bundesländer bekommen Autobahnerneuerungen gefördert. Herr Al-Wazir, wie wäre es mit der europäischen Unterstützung beim Bau der A49, einem wichtigen Infrastrukturprojekt in Nordhessen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Der Wirtschaftsstandort Hessen ist exportorientiert. Wir brauchen endlich auch einen voll integrierten europäischen Kapitalmarkt, eine echte Kapitalmarktunion. Sie haben, Frau Ministerin, etwas zum Clearing gesagt, ohne wirklich viel dazu zu sagen. Unsere Position ist klar. Die Börsen können mit gestiegenen Unsicherheiten und großen Schwankungen umgehen. Die Clearinghäuser arbeiten reibungslos. Wir sollten daher die MIFID-Bestimmungen über den Zugang zu CCPs und Handelsplätzen reformieren. Wir sollten sie reformieren. Die Hessische Landesregierung sollte sich dafür einsetzen, börsengehandelte Derivate aus dem Anwendungsbereich der Access-Regeln zu löschen. Die Open-Access-Regelungen führen zu einer Fragmentierung des EU-Derivatemarkts und gefährden die Effizienz und die Stabilität des Finanzmarktes. Europa ist bei Forschung im globalen Vergleich abgeschlagen. Daher müssen wir größere Anstrengungen unternehmen, um besser zu werden. Forschungseinrichtungen und Universitäten sollten europaweit zusammenarbeiten. Hier hilft Horizont Europa. Hessische Universitäten haben noch Nachholbedarf bei der Aktivierung europäischer Forschungsmittel. Erstaunlich ist im Übrigen auch, wozu die Ministerin nahezu nichts gesagt hat, zum Thema Digitalisierung. Frau Sinemus muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten, damit dieses Thema einen höheren Stellenwert in der Regierung bekommt. Wir brauchen eine Digitalisierungsoffensive und eine Digitalunion, einen echten europäischen digitalen Binnenmarkt. Deutschland hinkt in Europa. Europa hinkt in der Welt hinter der USA, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Herr Boddenberg, auch hinter China zurück. Bisher bietet die Landesregierung nur Überschriften, etwa, dass sie bei den Banken Chancen der Digitalisierung sieht, sehen wir auch. Aber dazu brauchen wir in Deutschland und in Europa endlich ein dematerialisiertes Recht. Luxemburg beispielsweise ist uns da um Meilen voraus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, über alle Parteigrenzen hinweg arbeiten wir daran, dass Europa wieder in den Augen der Bürger einen größeren Wert bekommt. Dann sind die Bürgerinnen und Bürger auch bereit, ohne Murren einen fairen Preis dafür zu zahlen. Herzlichen Dank.